AD alter Kommandeur, hallo Neuer. In der Allgäu-Kaserne in Füssen steht heute Chefwechsel an. Bataillonsübergabe heißt das Ganze hier und geht mit einigem an militärischer Festlichkeit einher. Die Dekoration ist platziert, die Fahnen wehen gar heroisch im Wind. Spätestens Ski und Seil zeigen dann, hier geht's um die Chefübergabe des Gebirgsversorgungsbataillons 8. Und was sagt der abdankende Chef? Ja, gemischte Gefühle, weil nach 3 Jahren Kommandeurzeit mein Bataillon zu übergeben, da hängt man natürlich dran. Das ist einem ans Herz gewachsen. Meine Soldatinnen und Soldaten sind mir ans Herz gewachsen und die Aufgabe. Aber von daher freue ich mich auch auf die Neuverwendung, das muss ich auch sagen. Aber es ist schon ein bisschen Wehmut schwingt mit. Und mit Neuverwendung ist natürlich die berufliche Zukunft gemeint. Die wird Sascha Müller im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz verbringen. Eine Abschiedszeremonie mit großen Tönen, füssentypischem Panorama und sogar dem ein oder anderen Schmunzler. Doch bei aller Festlichkeit an diesem schönen Sonnentag war natürlich auch die aktuelle politische Lage im Hinterkopf vieler. Niemand kann heute genau sagen, wie sich die Lage im Ukraine-Krieg weiterentwickeln wird und was das für uns, für den Verband bedeutet. Da müssen wir so gut es geht uns vorbereiten und gut vorbereitet sein im Fall der Fälle. Mit dem Material, das wir haben, um notfalls den Osten verlegen zu können und unseren Auftrag zu erfüllen. Vom Krieg in der Ukraine zur Sicherung des Friedens in Westafrika. Denn per Livestream sind heute auch Soldaten aus dem internationalen Ausland zugeschaltet. Die Soldaten sind in Mali im Rahmen von MINUSMA, das ist eine UN-Operation, UN-Einsatz, sind hier eingesetzt. Wir haben in den letzten 3 Jahren 400 Soldaten in den Einsatz gebracht. Und mir ist einfach wichtig, dass die Soldaten wissen, okay, der Kommandeur geht jetzt und es kommt ein neuer, wie sieht der aus? Und dass es stattgefunden hat und einfach dabei zu sein bei diesem doch wichtigen Event. Zusammen mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Füssen, Maximilian Eichstätter, drehen der alte und der neue Chef nochmal eine Runde zum Gruß. Mit der Übergabe der Truppenfahne ist es dann amtlich. Neuer Chef ist hier jetzt Martin Paulus. Und der ist fit und bereit für den neuen Job. Ich habe jetzt 2 Wochen hier in Füssen und in den beiden weiteren Standorten Bad Reichenhall und Mittenwald verbringen dürfen, wurde umfangreich in die Abläufe und in die Menschen, die hier im Versorgungsbataillon wirken, eingewiesen habe, die kennenlernen durften und freue mich natürlich jetzt auf diese Aufgabe. Alle 3 Jahre bekommt ein Bataillon übrigens einen neuen Kommandeur. 2025 steht hier also dann der nächste Abschied an. Heute heißt es aber erstmal Tschüss, Sascha Müller. Verabschiedet wird er mit einem dreifach kräftigen Korridor!